Sein Markenzeichen, damals wie heute, der Schnäuzer. Mirko Votava, eines der Gesichter von Werder Bremen. Wer sich aber auskennt, der weiß, wo Votavas Profikarriere begonnen hat. Ich bin ja eigentlich aus der Tschechei gekommen und dann über VfL Witten dann zum BVB. Und ja, das war natürlich die erste Option, war erstmal sich zurechtzufinden. Und das ist, denke ich mal, dann in den 8 Jahren mir ganz gut gelungen. So gut, dass der BVB eine der besten Renditen seiner Vereinsgeschichte erzielt. Für 1.500 D-Mark aus Witten gekommen, avanciert der Mittelfeldspieler in Dortmund zum Nationalspieler und Europameister. 1982 wechselt Votava für 1,3 Millionen zu Atletico Madrid. Nach der BVB-Zeit habe ich so ein paar Titel geholt und das habe ich so ein bisschen vermisst, dass man das nicht mit BVB geholt hat. In Spanien wird er Pokalsieger. Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga feiert er mit Werder Bremen 2 Meisterschaften, 2 Pokalsiege, gewinnt den Europapokal der Pokalsieger und seine 79 Spiele im DFB-Pokal sind einsame Spitze. Ich bin froh, dass ich die Spiele gemacht habe, dass ich auch so oft gespielt habe und vor allem, dass ich auch so verletzungsfrei geblieben bin. Und ja, Pokalspiele, ja, die nach mir kommen, die hinter mir sind, die muss man schon richtig strampeln, damit sie mich hier überholen, sage ich mal. Apropos Pokal. 1989 steht er mit Werder im Pokalfinale gegen den BVB und damit auf der Verliererseite. Ich weiß, das war eine schöne Geschichte, glaube ich, mit dem Norbert Dickel. Dass der Otto Rehhagel uns ja auch gesagt hatte, dann, der Norbert Dickel muss sich da im Punktspiel irgendwo verletzt haben. Da war irgendwo zur Untersuchung und so. Und dann haben wir das Spiel verloren. Weißt du, dann hat er ja geschimpft ohne Ende. Ja, das ist ja, jetzt holen sie den Norbert Dickel aus dem Krankenhaus, dann macht die Tore und dann wird er wieder eingeliefert. Ne? Also. Insgesamt wurden es 903 Pflichtspiele im Profifußball. Hätte er mit dem BVB zu Beginn nicht in der zweiten Liga und später nicht 3 Jahre in Spanien gespielt, Mirko Votava wäre der Rekordspieler der Bundesliga. Bis 2019 ist er mit über 40 Jahren auch der älteste Torschütze der Liga, ehe ihn eine andere Werder-Legende ablöst. Das mit dem älteren Torschützen und so, das war ja schon ganz schön aufgepusht worden hier in Bremen mit Claudio Pizarro natürlich. Das war auch so eine Geschichte, wo ich natürlich gesagt habe, Claudio, wenn du die Tore aber machst, dann müssen die wichtig für Werder Bremen sein. Nach seiner aktiven Zeit wird Votava Trainer. Zuerst in Oldenburg, dann in Meppen und bei Union Berlin. Ab 2004 im Nachwuchsbereich von Werder Bremen. Heute ist er gemeinsam mit Frank Ordenewitz Scout bei den Grün-Weißen. Fast jeden Tag läuft ein Fußballspiel. Ne? Also da muss man sich natürlich gut vorbereiten. Gut vorbereiten. Wir sind auch viel im Büro und dann 5-6 Stunden im Büro und dann fährt man am Wochenende meistens los und guckt mal sich die Spiele an. Ich bin mehr so für die U19, U23 zuständig. Seine Verbundenheit zum BVB hat er aber auch in Bremen nicht abgelegt. Oh, das bin ich ja. Schon wieder ein Dortmunder. Und da sind wir noch ein Dortmunder. Wir haben einen Dortmunder hier. Du. Okay, er hat mit dem BVB zwar keine Titel geholt, aber missen möchte er seine schwarz-gelbe Vergangenheit trotzdem nicht. Das Superstadion eingeweiht, Aufstieg und so. Also ich habe schon auch ein paar Highlights in Dortmund gehabt. Die ganzen Leute und so, das schweißt auch irgendwie zusammen. Ich meine, die Leute, die da sind, die Fans, die sind natürlich auch, die leben ja für den BVB. Und wir haben ja auch sogar in der zweiten Liga sogar auch schon so irgendwie 30.000, 40.000 Zuschauer. Das ist ja, wo gibt es denn sowas? Ne? Also das war eigentlich eine schöne Zeit, weil wir auch ja, ziemlich oft unterwegs waren. Da wusste man, da hat man auch die Sicherheit, wenn man irgendwo mal gefeiert hat, dass er nicht so oft fotografiert worden ist. Und jemand, der in 3 aufeinanderfolgenden Spielzeiten im Derby trifft, hat bei den BVB-Fans ohnehin einen Stein im Brett. Das war ganz gut in den ganzen Derbys und so. Ich glaube, da habe ich auch ja, guten Stellenwert in der Öffentlichkeit in Dortmund gehabt. Ich weiß ganz genau, ich könnte auch jetzt beim Michael Zorc anrufen. Der würde wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, wenn ich was bräuchte. Mirko Votava ist heute 64 Jahre alt. Ein Fußballheld aus einer vergangenen Epoche. Freunde von mir, die Scouts hier von uns hier, die haben ja schon ungefähr ausgerechnet, was ich heutzutage kosten würde als Spieler. Ich glaube, die waren so, glaube ich, 15 Millionen. Oder? Auch ohne die heutigen Unsummen ist Mirko Votava ein zufriedener und glücklicher Mann.
Und das Fundament dieser einzigartigen Karriere hat der Mann mit dem Schnäuzer beim BVB gelegt.